Herr Pretorius, können Sie mir drei Dinge nennen, die lokale Medienhäuser ab sofort nicht mehr tun sollten? Sie sollten nicht weiter am Printprodukt festhalten und glauben, dass Qualität an das Trägermedium Papier gebunden ist. Das habe ich immer wieder gehört. Ich habe auch Gott sei Dank das Gegenteil gehört. Das hat mich sehr froh gemacht. Sie sollten aufhören, Ihre Arbeitsprozesse in die Bereiche Print, Online, Apps und soziale Netzwerke zu trennen, sondern Sie sollten damit anfangen, alles in einem zu machen. Also zu sagen, wir haben quasi ein Produkt, einen Artikel, einen Leser und nicht auf einmal vier Redaktionen, obwohl wir eigentlich weniger Geld dafür haben. Und was Sie noch nicht machen sollten, Sie sollten sich weiterhin nicht wehren, Dinge auszuprobieren. Fehler machen ist total okay. Also einfach Dinge zu testen, das wäre meine große Empfehlung. Also sich nicht vor Neuem scheuen. Und konkret drei Dinge, die Sie ab sofort jetzt tun sollten. Redakteure sollten sich technisch extrem gut weiterbilden, sollten verstehen, wie Algorithmen funktionieren, sollten verstehen, wie Angebote von großen Online-Angeboten funktionieren, die nicht journalistisch arbeiten, sondern sehr viel mit Daten zu tun haben. Sie sollten in anderen Teams arbeiten, sie sollten zum Beispiel mit Programmierern zusammenarbeiten, mit sehr viel mehr Designern. Ich finde es immer noch sträflich, wie Artikel in Redaktionssysteme einfach reinkopiert werden. Wenn ich mir anschaue, wie viel Liebe zum Detail eine Zeitungsseite noch braucht, würde ich mir dieses Layout, dieses Schöne auch mal für Online-Angebote wünschen oder für Apps. Also ich glaube, da sollten sich Journalisten nochmal in anderen Teams zusammenfinden. Und sie sollten experimentieren. Sie sollten vielleicht die Strukturen so aufbauen, dass man Volontären zum Beispiel 80% ihrer Arbeitszeit im Tagesgeschäft verankert und 20% zum Spinnen gibt, wo sie eben sich genau mit diesen Zukunftsthemen auseinandersetzen können, auch in interdisziplinären Teams, mit anderen Verlagen, mit anderen Häusern gemeinsam, um einfach diesen Blick über den Tellerrand zu schaffen. Das ist wahrscheinlich unterm Strich billiger, als sich irgendwelche teuren Berater ins Haus zu holen. Und wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft werfen würden, können Sie drei Dinge nennen, die auf jeden Fall kommen werden im Journalismus? Ich versuche, die Glaskugel auszupacken. Ich habe neulich ein Buch gelesen, in dem drinsteht, dass Prognosen von Experten sowieso immer daneben liegen. Dass man also die beste Prognose, also die, wo man sagt, es bleibt alles, wie es ist, da liegt man nie falsch. Ich versuche das trotzdem anders, was kommen wird. Ich glaube, dass wir künftig nicht mehr versuchen, möglichst viele Artikel zu schreiben für einen unbestimmten Leser, der da draußen irgendwie so als Zielgruppe verankert ist, sondern ich glaube, dass wir in Zukunft versuchen, weniger Artikel zu schreiben, aber dafür aus viel mehr verschiedenen Leserperspektiven. Also uns reinversetzen, in was interessiert den Leser? Diesen einen, der jetzt gerade auf der Website eingeloggt ist, was hat ihn in der Vergangenheit interessiert, was hat ihn nicht interessiert, also auch dieses Thema Negativkonversion, was wollte der gar nicht. Und aus diesen Perspektiven erzählen wir dann eine Geschichte einfach mehrmals.